Mal eben einen halben Kilometer mit Schwertransportern rückwärts durch das Würzburger Stadtgebiet. Bei der Anlieferung und der Montage der je 50 Tonnen schweren und 4,50 Meter hohen Stahlträger hat die Züblin Stahlbau GmbH wieder einmal bewiesen, dass man zusammen die technisch größten Herausforderungen erfolgreich meistern kann. Es brauchte eine perfekte Kommunikation, Vertrauen und absolut präzise Arbeit, um die gesamte Strecke ohne Zwischenfälle zu schaffen. Denn nur ein falsches Manöver und die Bauarbeiten hätten sich um Monate verschieben können. Doch getreu dem Motto Teams Work wurde die nächtliche Geheimmission um 4 Uhr morgens erfolgreich abgeschlossen. Geheim übrigens, um möglichst wenig Schaulustige anzulocken, die bei der schwierigen Aufgabe stören könnten. Mit dem Ersatz der Selig-Müller-Brücke ist das Züblin-Stahlbauteam Teil eines, zumindest für die Würzburger, historischen Momentes geworden. 25 Jahre haben die BürgerInnen auf den Ersatzbau gewartet. 1995 war die alte Brücke, benannt nach einem früheren Sektfabrikaten, wegen Baufälligkeit gesperrt worden. 2009 wurde sie abgerissen und nun endlich wieder neu aufgebaut. Allein der Aufbau des 800-Tonnen-Teleskopkrans war eine große Herausforderung, denn dieser musste an zwei Abbruchkanten platziert werden, ein Fall für die StatikerInnen. Eine Straßenlaterne musste dem LTM 1750 weichen. Der wurde durch Einsatz eines Hilfskrans beim Aufbau noch mit einem Teleskopausleger Abspannung ausgerüstet, um die Traglast zu erhöhen. Gleichzeitig fanden während des Kranaufbaus die Vormontagearbeiten statt. Auch hier waren enge Absprachen untereinander und mit der Kranfirma für das Team der Züblin Stahlbau GmbH der Schlüssel zum Erfolg. Allein schon wegen der engen Platzverhältnisse. Am nächsten Abend war es dann soweit. Der erste Stahlträger schwebte über dem Würzburger Stadtteil und wurde erfolgreich eingehoben. Alle Züge der darunterliegenden Bahnstrecke mussten in dieser Nacht umgeleitet werden. 3 Jahre Vorplanung kostete das die Bahn. Dem mittleren Stahlträger folgten dann die äußeren. Die Dunkelheit und Kälte der Novembernacht plus die Tatsache, dass es auf jeder Seite ein festes Team brauchte, da es keinen direkten Weg von der einen auf die andere Seite gab, machten es für die Züblin-Monteure nochmal zu einer besonderen Challenge, die in den frühen Morgenstunden um 4.30 Uhr als bewältigt vermeldet werden konnte. Aber auch die nächste Nacht forderte noch einmal volle Konzentration. Diesmal hauptsächlich für die Kolleginnen und Kollegen des Bereiches Bayreuth der Züblin AG, die als Auftraggeberin für den Einhub und die Montage der Betonfertigteile zuständig waren. Durch das Vergießen der Teile mit den Stahlbrückenträgern wird die Tragkraft der Brücke hergestellt. Jetzt sind die Massivbauer dran. Ende 2022, Anfang 2023 sollen dann Autos und FußgängerInnen den Neubau erstmals überqueren können. Für das Züblin-Stahlbauteam ein besonderer Einsatz, der allein schon wegen der Kulisse mitten im Wohngebiet in Erinnerung bleiben wird.